Für den Lukas geht's los in knapp 2,5 Wochen. Das erste Rennwochenende. Erwartung jetzt, das letzte Jahr war ja nicht so schlecht. Wie gehst du jetzt in diese Saison 2013 so richtig, wahrscheinlich mit viel Energie hinein? Ja, nachdem die letzte Saison oder die zweite Saisonhälfte wesentlich stärker war wie die erste, wollte ich natürlich die Leistung anschließen und habe ich heuer eigentlich relativ gut geschafft und bin schon mal gespannt auf Texas, wie es dann abläuft. Du bist seit 3. Januar 17 Jahre jung. Bist natürlich wahrscheinlich Doppelbelastung, Schule, unterwegs, ein bisschen Freizeit will man ja auch haben. Wie kriegt man das unter einen Hut? Ja, ich finde es eigentlich noch nicht so arg. Also es ist natürlich ein relativ starker Stress, auch mit der Schule. Ich gehe extra in der Schule für Leistungssport, wo ich nur 20 Stunden in der Woche habe. Wenn man jetzt schaut, selber sportbegeistert, außer dem Motorradsport, was steht da bei dir an? Oder was wir sind in einem super Land, in einer super Umgebung, ja, in erster Linie? Das sagt eigentlich eh schon alles. Also angefangen vom Schwimmen, Radfahren, Laufen. Ja. Berglauf, eigentlich alles, was irgendwie mit Sport zum Tor hat, gefällt mir eigentlich voll und da ist Salzburg natürlich super mit den Seen und auch die Berg. Zielsetzung jetzt vom Rookies Cup, wahrscheinlich erstes Jahr du warst 10., zweites Jahr du warst 5., wenn man das so weiterspielt, schaut ganz gut aus, oder? Ja, ich würde sagen, wenn man das weiterspielt, das war natürlich das der Idealfall, aber in Austin werden wir dann einmal einen Brocken kosten, wie das dann am Ende ausschauen wird. Wie du gesagt hast, Austin, der Kurs ist neu, im letzten Jahr die Formel 1 ist da zum ersten Mal gefahren in Amerika. Wenn man jetzt da hinüberfährt, kann man das irgendwo simulieren, zu Hause auf irgendeinem Monitor oder wie schaut man sich sowas an? Am Lanz 2012 auf der Xbox, ja, spiele ich immer während dem Ergo fahren und das hilft eigentlich schon richtig gut, dass du mal ein bisschen einen Fluss von der Strecke kriegst, aber dann das Endgültige, wo du dann wirklich sagst, so fahre ich und so mache ich, kannst du eigentlich nur vor Ort anschauen. Wieder mal ein Roadtrip irgendwo hin nach Amerika, also sind wir mal gespannt. Mal schauen, ob sie gutes Fleisch haben und Cover hier, das wird mir schon gefallen. Dein großes Vorbild ist eigentlich nur einer, der Mann aus Italien mit der, ja, Nummer 46. Ja, er ist einfach der Mann, den es eigentlich zum Schlagen geht. Jetzt mit dem Umstieg wieder zu Yamaha wird es eigentlich wieder spannend mit Marco Marquez auch noch, der was ganz neu in der GP ist, also der ist schon richtig schnell unterwegs. Und ja, ich freue mich schon auf nächste Woche in Doha. Ja, der Vorteil vom Rookies Cup ist natürlich, dass man sich auf einer sehr Grand Prix-ähnlichen Ebene präsentieren kann und das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig, dass du einfach vor die Teams, vor die Manager, vor die Leute fährst, die was da auch wirklich was zum Sagen haben und durch Red Bull und KTM eben das top unterstützt wird. Das ist die Maschine, mit der du in den letzten, also im 2012er Jahr, genau, die Erfolge eingefahren hast. Ja, es ist einmal ein Zweitakter und natürlich kein Serienbike, also reiner Prototyp, sehr steif, viel Leistung und extrem gutes Handling und Traktion, das ist halt einfach, ja, ein Genuss. Ja, Spitzengeschwindigkeiten werden so bei 220 bis 240. Ja. Gut, dann schauen wir zur nächsten Maschine, eine MV Agusta. Die schaut ja schon richtig aus. Wie ein Motorrad. Genau, ja, würde ich sagen. Ja. Leistungsmäßig, das haben wir. Ja, drauf. Sie ist leistungsmäßig ungefähr bei 125 gute PS. Und ja, sie ist einfach ganz anders fahren, weil einfach die ganzen Teile und so nicht so stabil und nicht so steif sind, also verwindet sie schon, da merkst du halt voll das Motorrad arbeiten. Für dich wird wichtig sein, ich nehme mal an, die Praxis und dass, ja, du viel zu fahren kommst. Wenn ich nicht am Motorrad sitze, eigentlich eine verlorene Zeit und da haben wir eben zum Glück von Roman die Möglichkeit gekriegt, dass wir das Bike zur Verfügung gestellt kriegen und ja, ich muss echt sagen, danke nochmal. Gesundheitlich, hat es da schon mal irgendwo was gegeben, dass du irgendwo mit einem Sturz wo länger gehandicapt gewesen bist oder sowas und glücklicherweise ist jetzt, ja, glücklicherweise habe ich im Straßensport eigentlich voriges Jahr einen Highsider gehabt in Silverstone und habe mir einen Mittelfußbruch, Knochen gebrochen, aber ja, nur die Harten kommen in den Garten. Perfekt, danke.